Ja, was denkst du, Anna? Behinderung und Ballett, geht das gut zusammen? Pas de deux und Rollstuhl? Hast du schon mal Rollstuhltanz gemacht? Warst du schon mal tanzen? Wir hätten das in der Schule so ein Projekt machen können, aber dann haben wir es doch abgebrochen, weil das nicht hingehauen hat. Hat's nicht hingehauen? Also, ich denke, wenn man schon professionell beim Profi arbeiten will, dann sollte man schon in eine Ballettschule für Behinderte gehen. Und das Tolle ist, solche gibt es tatsächlich zum Beispiel in Wien, die Ich bin okay Dance Company, und die zeigt, dass auch geistig Behinderte eine Choreografie professionell umsetzen können. Das gucken wir uns jetzt an. Es gilt als eines der weltgrößten Areale für moderne Kunst und Kultur, das Museumsquartier in Wien, kurz MQ genannt. Neben zahlreichen Museen sowie Ausstellungs- und Veranstaltungshäusern beherbergt der zum großen Teil historische Gebäudekomplex auch das Dschungel Wien. Ein Theaterhaus, das sich mit seinem Programm vor allem an ein junges Publikum richtet. Im vergangenen Juni präsentierte hier die inklusive Wiener Ich bin okay Dance Company ihre neueste Inszenierung. Drei Geschichten über Freundschaft ist der Titel des Programms. Tänzerinnen und Tänzer mit Down-Syndrom tanzen gemeinsam mit ihren professionellen Kollegen in drei verschiedenen Sequenzen Eindrücke von unterschiedlichen Freundschaftsbildern. Wir haben halt überlegt, was wir nehmen können als Thema, und haben einfach gesehen, was haben unsere Tänzer so, was wir nicht mehr so haben. Und da haben wir gesehen, die Freundschaft, was zwischen den Tänzern entsteht, dass die so wirklich real ist, so wirklich wahr. Und in der heutigen Zeit, leider ist es bei uns nicht mehr so häufig der Fall, dass wir wirklich echte Freundschaft haben, durch dick und dünn gehen und nicht nur so tun, als ob. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das Thema gleich als Überthema und ja. Die Sequenz Doppelgängerin inszenierte Nicole Berndt-Caccivio. Mit ihrem Ensemble überprüft die international renommierte Choreografin die Ansprüche, die an eine Freundschaft gestellt werden. Ja. Kunst, egal, ob das jetzt Malen ist, darstellende Kunst, Musik, Theater, Tanz, ist für Menschen mit Behinderung fantastisch. Einfach auch zum Aufblühen, um sich zu bewegen, gerade mit ihrer Körperlichkeit. Es ist ja unglaublich, was sie für Bewegungen kreieren. Ich habe jetzt das richtige Wort gesucht. Das ist, natürlich braucht es eine Motivation von außen. Und ich denke, also dass ich das ja nicht vergesse zu sagen, dass diese Ich-bin-okay-Verein und jetzt die Okay-Dance-Company toll sind, was sie da alles auf die Beine stellen. Und ich denke, das Wichtige ist das, was wir heute hier tun, zeigen. Es hat keinen Sinn, oder ist auch gut, irgendwo Tanzstunden zu nehmen mit Down-Syndrom, aber es ist eben schön, wenn die Leute dann sich präsentieren können. Ja? Und diese Aha-Erlebnis vom dritten Stück auch, dieser junge Kerl, Hip-Hopper, der dabei ist, hat mir erzählt, dass er seinen Kollegen erzählte, dass er mit Down-Syndrom ist. Und die haben gefragt, sie können tanzen? Und ob sie das können. In Alle Vereinen, einer für alle stellen sie es unter Beweis. Von der Zusammenarbeit mit ihren neuen Kollegen profitieren die professionellen Tänzer auf eine ganz persönliche Weise. Macht mich auch selbst sehr glücklich eigentlich, dass ich das auch machen kann und die Chance mal habe, mit so dieser Erfahrung halt zu sammeln, oder ja, eigentlich die Erfahrung zu sammeln, mit Menschen, solchen Leuten auch umzugehen, zu lernen ein bisschen und eben auch die Menschen ein bisschen besser kennenzulernen, dass man auch sieht, dass die auch normal sind und nicht wie die meisten denken, dass sie irgendwie anders sind, weil sie können ja auch ganz normal sein. Und sie sind einfach viel lieber als die meisten Menschen auf der ganzen Straße. Auch sie konnte für das Projekt gewonnen werden. Gut zwei Stunden vor der Premiere sorgt Millie Bitterly für den letzten Schliff an ihrer Choreografie mit dem Titel Gehen. Jetzt müssen wir die Probe mal machen. Dann machen wir die Generalprobe und dann wird sicher Lampenfieber kommen. Momentan ist noch die Gelassenheit da. Die wird sich aber noch verändern. Das weiß man nie. Doch, doch, die verändert sich garantiert. Die verändert sich immer vor einer Premiere. Für dich, nicht für mich. Nein, für mich. Kurz vor der Premiere. Hanna Zanin verteilt Freundschaftsbänder. Gemeinsam mit ihrem Mann Attila wünscht sie allen Beteiligten nochmal toi 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 für den Abend. Einige packt ein wenig das Lampenfieber, andere geben sich dagegen eher gelassen. Das bringt Glück. Wirklich. Toi, toi, toi.
Ja, eigentlich ganz gut eigentlich. Das Licht haben wir ein bisschen auch gemacht. Wir waren ein bisschen schwindelig vom Licht, weil es war ein bisschen viel auch, aber es ging. Ja, und der Promo, angenehm, manchmal hektisch und manchmal auch nicht. Ja. Schließlich geht es dann für alle in die Maske. Letzte Korrekturen an Lack, Haar und Kostüm. Worum es in der Sequenz Doppelgängerin geht, erläutert Clara Horvath. Beim Geschichte geht es um Freundinnen, die was sich vertragen auch und die wollen mehr. So eine Geschichte gibt's. Und was kommt dabei heraus? Die Liebe. Diese zauberhafte Präsenz, was unsere Tänzer haben. Ja, diese Stärke, Bühnenstärke, Präsenzstärke, das ist so toll. Und diese, wie Clara gesagt, Liebe, ja, einfach was geben, wirklich von Herz, in einem Moment zu sein und genießen, ja, das ist schön. Tosender Applaus für eine gelungene Inszenierung. Das Premierenpublikum war begeistert. Ja, super toll. Sehr professionell, sehr viel Training, sehr viel Arbeit dahinter und das sieht man einfach. Gratulation an diese Aufführung und alle, die das geleistet haben. Den Ausdruck, den sie, weiß ich nicht, zur Geltung gebracht haben mit dem Tanzen und man hat gespürt, sie fühlen das und es macht ihnen Spaß und ja, es war super. Man sieht, jeder ist eine einzelne Persönlichkeit und das ist heute wirklich zum Ausdruck gekommen. Und ein Hoch auch an die künstlerische Leistung von Attila und Hanna Zanin. Die Arbeit lohnt sich. Also sprich, gestern die Aufführung, das ist wieder unsere Bezahlung. Also der Applaus gestern war wirklich von Herzen. Ein bis zwei Neuinszenierungen bringt die inklusive Tanztruppe jährlich auf die Bühne. Ein Hingehen lohnt sich und garantiert nicht nur für eingefleischte Liebhaber des Tanztheaters.